Das habe ich ja im Vorfeld des Spiels gesagt, dass alle auch nochmal sehen werden, was der Unterschied ist zwischen erster und zweiter Bundesliga. Dieter Hecking, ziemlich klares Ergebnis, aber ich glaube, der Stand der Vorbereitung ist weit auseinander. Was haben Sie von dieser Partie mitgenommen? Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit, nachdem wir in der Anfangsphase so ein bisschen uns erstmal an das Tempo gewöhnen mussten, waren wir gedanklich noch nicht wach genug. Da hatte Schalke dann 3-4 sehr gute Balleroberungen, wir beziehungsweise einfache Ballverluste. Dann wurde es irgendwann im Verlauf der ersten Halbzeit ein bisschen verteilter, das Spiel. Ja, wurden wir ein bisschen mutiger, haben es aber nicht so gut zu Ende gespielt, unsere Angriffe. Und dann nach der Halbzeit müssten wir eigentlich den Ausgleich machen, denke ich. Da hatten wir 3 Riesenchancen, machen das Tor nicht und dann kriegst du es 2-0. Und dann ging bei uns so ein bisschen der Kopf nach unten, viele Wechsel dann auch, ein bisschen ging die Ordnung verloren. Und dann hat man aber auch gesehen, wir hatten trotzdem auch immer wieder mal die Chance, uns nach vorne durchzuspielen. Die Effizienz von Schalke hat man dann auch gesehen. Und man hat auch, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass so eine Mannschaft wie Schalke in der zweiten Liga wahrscheinlich von der Spielweise nicht auf den HSV zukommen wird. Nein, das sicherlich nicht. Und man hat auch gesehen, warum Schalke in diesem Jahr im ersten Drittel der Bundesliga-Tabelle steht. Das hat man auch gesehen. Man hat, denke ich, gesehen, dass sie schon auch ein paar gute Individualisten in ihren Reihen haben, die natürlich immer in der Lage sind, 1-gegen-1 aufzulösen. Aber das habe ich ja im Vorfeld des Spiels gesagt, dass alle auch nochmal sehen werden, was der Unterschied ist zwischen erster und zweiter Bundesliga. Und wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben jetzt auch unsere erste, denke ich, sehr intensive Trainingswoche hinter uns gehabt. Man hat auch irgendwo ein bisschen gemerkt, dass die Schalker schon weiter waren, spritziger waren. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir hatten auch das, was wir uns vorgenommen haben, wir wollten eine Kompaktheit haben. Das war über weite Strecken in der ersten Halbzeit zu sehen. Ja, und nichtsdestotrotz dürfen die Tore, in alle 4 Tore waren zu verteidigen. Herr Watten war heute auch dabei, der hat ja auch keine verletzten Sorgen gehabt beim HSV. Wie viel Hoffnung steckt in ihm? Ja, Everton hat jetzt diese sehr intensive Woche gut überstanden, hatte einen Tag leichte muskuläre Probleme, nichts Großes, hat heute eine Halbzeit gespielt. Ich denke, er kann jetzt erstmal die Woche gut, hat er gut verpackt und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir nächste Woche eine sehr intensive Woche in Portugal, da werden wir keinen Deut nachlassen, wir werden die Intensität sehr hochschrauben, ja, weil wir eben wissen, wir müssen körperlich topfit sein und dann denken wir, dass wir auch Everton auf dem Niveau haben, wie wir ihn brauchen. Wie ist der Stand bei Louis Schaub? Glauben Sie, dass er Sonntag mit abhebt Richtung Trainingslager? Ich weiß, dass der Jonas am Arbeiten ist. Er hat mir vor dem Spiel gesagt, es sieht ganz gut aus, dass wir es hinbekommen können. Ja, und jetzt, klar, ich als Trainer hoffe natürlich, dass es jetzt dann auch zügig vonstatten geht. Und warten wir jetzt einfach ab. Abschließend von mir noch, Aaron Hunt haben wir heute gesehen, aber der hat nur zugeschaut. Wie ist da der Stand? Haben Sie das Gefühl, dass er ganz normal langsam reinkommt? Ja, er ist jetzt 3,5 Wochen nach Verletzung. Ja, eine Bänderverletzung dauert in der Regel 5 bis 6 Wochen. Also noch liegt er für uns absolut im Plan. Deshalb haben wir uns auch entschieden, ihn mit ins Trainingslager zu nehmen, weil wir, denke ich, hoffentlich bei sehr guten Bedingungen dann ihn auch ranführen können. Und ich denke nicht, dass er jetzt schon am Ende des Trainingslagers Trainingsinhalte vom Mannschaftstraining mitmachen wird. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass er mit dabei ist. Dankeschön. Herr Hecking, Sie haben es ja eingeordnet, dass das Spiel, wie das zustande gekommen ist, das Ergebnis, trotz allem, stinkt Ihnen das, so ein Resultat? Nein, es stinkt mir nicht. Ich meine, 4-0 am Ende, vor allen Dingen die Art und Weise der Gegentore, das ist zu einfach gewesen. Das ist das, was ich kritisch anmerken muss. Ja, dass wir natürlich auch hier und da wissen, und da ist für mich so die ersten 55, 60 Minuten ausschlaggebend, dass wir trotzdem natürlich gegen eine Mannschaft wie Schalke dann nicht brillieren können, aber im Großen und Ganzen haben wir eine sehr, sehr gute Ordnung gehabt. Wir hatten unsere Umschaltmomente, wir hatten unsere Möglichkeiten, nur die musst du dann eben nutzen. Das heißt, hinten haben wir zu einfach die Gegentore bekommen und vorne müssen wir halt auch mal das Tor noch mehr erzwingen. Das war auch so ein bisschen das, was wir in der Schlussphase der Vorrunde schon mal hatten. Ja, und darum geht's. Und das wird natürlich gegen eine Mannschaft wie Schalke zweimal so schnell bestraft wie vielleicht in der zweiten Liga. Steht sowas dann auch im Mittelpunkt für die nächste Woche, sowas zu beheben oder daran zu arbeiten? Und wünschen Sie sich, dass es in den Testspielen dann, die Sie haben, in den beiden bis Sonntag auch zu sehen ist?
Ja, das wird auch so sein. Ja, das werden wir, wir haben auch heute schon Ansätze gesehen, wo wir absolut mit einverstanden waren, auch wenn das Ergebnis 0-4 ist. Ich sag mal, wenn man es normal sieht, ist es vielleicht ein 2-3, 2-4 wäre ein normales Ergebnis gewesen. Ja, und das ist eben dann auch der Unterschied zwischen Schalke und Hamburg im Moment. Ich muss alles einordnen, die intensive Trainingswoche, ja, dann in der zweiten Halbzeit natürlich auch ein bisschen die Ordnung verloren gegangen durch viele Wechsel, die wir dann auch vorgenommen haben. Aber auch da muss man natürlich auch den Spielern sagen, okay, ihr wollt alle spielen, dann müsst ihr aber auch sehen, dass ihr in solchen Spielen euch dementsprechend zeigt. Und deshalb sind solche Spiele auch wichtig für uns, auch in der Entscheidungsfindung, was Transfers im Sommer vielleicht angehen muss, ja, wenn wir wirklich einen Aufstieg schaffen sollten. Heute hat man gesehen, das, was der Unterschied ist, mentale Schnelligkeit, körperliche Robustheit, da müssen wir in allen Bereichen zulegen. Wird nächste Woche eigentlich hart oder ist das ein Klischee? Das ist ein Klischee. Trainingslager sind dafür da, dass man konzentriert arbeitet, dass man, denke ich, eine Vielzahl von Trainingseinheiten haben wird. Man hat die Mannschaft eng beieinander. Man kann über Videostudium auch kommen. Und das wird die Hauptaufgabe sein. Natürlich, wir haben noch genügend Zeit bis zum ersten Spiel gegen Nürnberg. Und wir müssen auch daran arbeiten, dass wir uns die körperliche Fitness holen, die wir dann noch brauchen, die vielleicht heute bei dem einen oder anderen auch noch nicht so da sein konnte, weil die Woche war ja auch für uns sehr intensiv. Ja. Danke. Ja, Christoph Moritz, 0-4 gegen einen Bundesligisten im Testspiel. Wie fällt danach ein Fazit aus? Nicht gut. Zu Hause vor eigenem Publikum 4-0 verloren. Ist immer erstmal blöd, wenn du verlierst und dann mit dem Ergebnis auch mit Sicherheit einen Ticken zu hoch ausgefallen, wenn ich jetzt überlege. Das Schalke Gefühl, dass jeder Torchance dann auch ein Tor erzielt hat und bei uns vorne kein einziges Ding reingegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, im Großen und Ganzen können wir nicht zufrieden sein. Gibt es was, was Ihnen gut gefallen hat? Haben Sie gute Ansätze gesehen? Ja, wir haben uns viel mit dem Anlaufen beschäftigt, wie wir die Schalker packen konnten. Das hat mit Sicherheit das ein oder andere Mal funktioniert, aber dann gerade jetzt zum Ende hin, wenn du 3-0, 4-0 hinten stehst, dann versuchst du natürlich mich mit aller Gewalt anzulaufen, weil wenn es 1-0, 2-0 hast du noch die Hoffnung, dass du vielleicht nochmal rankommst auf den Unentschieden. Da haben wir uns vorher, glaube ich, mehr vorgenommen, hätten da auch einen Ticken mehr umsetzen können beim Anlaufen. Sie haben die Woche jetzt viel trainiert, Vorbereitungsstart am Montag. Wie ist das Fazit nach der ersten Trainingswoche? Wie sind die Einheiten verlaufen? Ja, wir hatten schon eine harte Woche, haben jeden Tag doppelt trainiert, aber die Schalker sind jetzt eine Woche vor dem Start. Ich glaube, die haben im Trainingslager nicht unendlich trainiert. Also die werden mit Sicherheit auch nicht die frischesten Beine heute gehabt haben. Deswegen, das können wir es nicht schieben. Wir haben auch viel durchgewechselt, auch wenn das dann vielleicht immer ein bisschen den Rhythmus bricht. Aber es ist Schalke nicht anders gewesen. Letzte Frage, Stichwort Trainingslager. Am Sonntag geht's los nach Portugal. Mit welchen persönlichen Zielen und Ambitionen fahren Sie nach Portugal am Sonntag? Persönliche Ziele sind immer erstmal gesund bleiben und möglichst jede Trainingseinheit mitmachen. Und sich dann bestmöglich dem Trainer anbieten. Jetzt, heute haben wir alle 4-0 verloren, hat sich jetzt nicht wirklich einer hervortun können, sich für Start-FDB in der Rückrunde dann zu empfehlen. Aber das werden alle versuchen. Ich hoffe, wir haben einen guten Zug im Training, haben, glaube ich, gute Bedingungen da, ein bisschen wärmer als jetzt hier. Deswegen freuen wir uns, glaube ich, auf eine Woche in Portugal ein bisschen Fußball kicken. Dankeschön. Gerne.